Schon seit Monaten gibt es Gerüchte, aber gestern hat PayPal den Einstieg in den Kryptomarkt offiziell bestätigt. Also PayPal-Kunden können künftig Kryptowährungen auf PayPal kaufen und das hat den Bitcoin zuletzt auf ein neues Jahreshoch katapultiert. Dennoch gibt es auch Kritik an dem neuen Angebot von PayPal und warum und wieso das so ist, das schauen wir uns heute im aktuellen Video gleich an. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Crypto Report. Mein Name ist Alexander Mittermeier. Bei uns geht es wie immer um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ja, ich hatte eigentlich heute ein Chainlink-Video angekündigt und das kommt auch Anfang nächster Woche, versprochen. Und an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr kein Video aus aktuellem Anlass mehr verpassen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt das Glöckchen, dann werdet ihr informiert, wenn wieder mal ein Video außerhalb der geplanten Reihe von mir erscheint. Also ich denke, das ist wichtig, über dieses PayPal-Thema zu sprechen, denn es hat ja natürlich auch den Bitcoin massiv bewegt. Wir sind ja zuletzt deutlich gestiegen und PayPal hat das Ganze gestern offiziell bestätigt. Ich blende mal den Screenshot dazu von Cointelegraph ein, die da recht ausführlich darüber berichtet haben. Die offizielle Presseerklärung bzw. den Link zu dieser Pressemitteilung findet ihr unten in der Beschreibung. Auf jeden Fall ist es so, dass dieses Krypto-Feature in den nächsten Wochen zunächst in den USA ausgerollt werden soll und das bedeutet, dass PayPal-Kunden in den USA zunächst 4 verschiedene Kryptowährungen auf PayPal kaufen können. Das ist Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum und Litecoin und diese Kunden können dann auf PayPal diese Kryptowährungen nicht nur kaufen, sondern auch dort verwahren und dann auch wieder verkaufen. Und Anfang 2021 soll es dann möglich sein, diese Kryptowährungen dann im Handel auszugeben. Also bei etwa 26 Millionen angeschlossenen PayPal-Händlern soll man dann diese Kryptowährungen ausgeben können. Und das ist jetzt wichtig zu verstehen. Also diese Händler erhalten keine Kryptowährungen, sondern das Ganze wird in Sekundenschnelle umgewechselt vorher und bei den Unternehmen wird dann Dollar, Fiat-Geld sozusagen gutgeschrieben, während also der PayPal-Nutzer Kryptowährungen ausgeben kann, bekommt das Unternehmen dann Fiat-Geld gutgeschrieben. Und das Ganze funktioniert durch die Zusammenarbeit mit Paxos Trust, einem New Yorker Startup. Und Paxos steht ja hinter diesem Stablecoin Paxos Standard, der 1:1 an den US-Dollar gebunden ist. Und das könnte vielleicht ein Hinweis sein, dass auch PayPal vielleicht in ferner Zukunft einen eigenen Stablecoin plant. Aber das ist momentan nur Spekulation. Wie gesagt, man sucht hier die Zusammenarbeit mit einem kryptoerfahrenen Unternehmen und PayPal hat sich ja eine eigene Bit-Lizenz dann auch von den New Yorker Finanzbehörden besorgt, damit man dieses Angebot in den USA realisieren kann. Und das ist auch schon der erste Haken an diesem Angebot, denn dieses Krypto-Angebot gilt ja zunächst nur für US-Kunden und das bedeutet, von den etwa 346 Millionen PayPal-Kunden weltweit können zunächst etwa nur 150 Millionen Kunden dieses Angebot nutzen. Und dann gibt es noch ein weiteres Manko, auf das auch Jack Czerwinski von PayPal hingewiesen hat. Ich blende mal seinen Tweet dazu ein. Dem im Kleingedruckten steht nämlich, dass die PayPal-Kunden ihre Coins nicht abheben können und an ihre eigene Wallet, wie zum Beispiel an eine Hardware-Wallet senden können oder an einen Freund senden können oder innerhalb von PayPal auch nicht. Und das grenzt natürlich dieses Angebot schon sehr stark ein. Und hier hat sich auch auf Twitter Kritik entzündet, denn es widerspricht eigentlich dieser Philosophie von Bitcoin, dass man von überall auf der Welt zensurresistente Zahlungen abwickeln kann. Das muss man an dieser Stelle auch klar sagen. Aber ich denke, dass das Angebot von PayPal insgesamt eher positiv für den Bitcoin und für den Kryptomarkt ist. Und warum das so ist, möchte ich euch gleich noch erklären. Zunächst ein kurzer Blick noch auf den Bitcoin-Chart, denn wie gesagt, wir sind zuletzt auf ein neues Jahreshoch gestiegen. Gestern hat der Bitcoin ein neues Jahreshoch bei über 13.000 Dollar kurzzeitig markiert und wie es momentan konkret aussieht, das schauen wir uns jetzt auf meinem Bildschirm an. So, wir sehen hier den Bitcoin-Chart in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse
Bitstamp. Heute ist der 22. Oktober am Donnerstagvormittag und wir sehen den Bitcoin-Kurs bei etwa 12.800 US-Dollar, nachdem wir gestern Abend schon bei zeitweise über 13.200 US-Dollar waren. 13.235 US-Dollar war sozusagen das Hoch und jetzt hat eine Konsolidierung eingesetzt, was aber nicht wirklich überraschend ist, gleich dazu mehr. Auf jeden Fall hat der Bitcoin jetzt in meinen Augen den Ausbruch aus dieser Seitwärtsformation geschafft. Also wir haben uns ja seit Ende Juli in einer Art Konsolidierung befunden und ein Ausbruch aus dieser Konsolidierung hat sich zuletzt schon angedeutet, denn wir haben ja Anfang Oktober diese erste Widerstandslinie bei etwa 11.100 US-Dollar überwunden. Danach hat der Bitcoin mehrere Tage konsolidiert und praktisch nochmal Luft geholt für den nächsten Angriff auf die Marke von 12.000 US-Dollar. Und der ist bedingt auch durch diese PayPal-Nachricht natürlich dann sehr massiv ausgefallen. Also wir haben einen deutlichen Kurssprung gesehen und das ist in meinen Augen ein gültiger Ausbruch aus dieser Seitwärtsformation. Also der Bitcoin ist einfach deutlich über diese Formation jetzt ausgebrochen und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Momentan ist der Bitcoin durch diesen massiven Anstieg überkauft, das zeigt sich auch im relative Stärkeindex RSI, also alles was über 70 ist, deutet auf eine überkaufte Situation hin und wir waren zuletzt bei knapp 80, also ich kann natürlich nicht ausschließen, dass es nochmal einen Satz nach oben gibt, dass der Bitcoin nochmal ein paar hundert Dollar steigt, aber dann wird die Luft schon sehr dünn. Also das ist hier momentan nicht die Zeit, jetzt sofort in Bitcoin einzusteigen, sondern wenn ihr noch in den Bitcoin rein wollt, dann wartet lieber noch ein paar Tage ab, bis sich diese überkaufte Situation wieder abgebaut hat, also wenn dieser RSI wieder in den neutralen Bereich zurückgelaufen ist. Also das würde auch den Gesamtmarkt gut tun, denke ich, wenngleich der Trendfolgeindikator MACD nach wie vor bullish ist. Also wir haben ja am 14. September ein bullisches Crossover gesehen. Ich habe das schon in den letzten Bitcoin-Videos immer wieder gesagt und diese MACD hat hier seinen Aufwärtstrend weiter fortgesetzt und diese türkise Linie hat auch nie diese orange Linie in den letzten Wochen sozusagen nach unten durchschlagen und daher hat sich das Ganze schon in meinen Augen in den letzten Wochen angedeutet. Also wie gesagt, 14. September ein Bullish Crossover im MACD und der MACD deutet hier auch weiter steigende Kurse an. Das On-Balance-Volumen OBV ist seit Anfang 2020 im Aufwärtstrend mit einer Ausnahme. Das war diese Krypto-Crash im März, bedingt durch diese Corona-Krise. Aber im Prinzip hat sich das OBV-Volumen seit Anfang 2020 in einem Aufwärtstrend befunden, hat zuletzt auch ein neues Jahreshoch markiert und das bedeutet, dass hier die Großanleger, die institutionellen Anleger weiter auf der Kaufseite sind. Das sehen wir auch an dieser großen grünen Kerze. Auf dieser Einstellung sieht man es noch deutlicher, dass hier zuletzt gekauft wurde und das war natürlich nicht nur die Privatanleger, sondern auch die institutionellen Anleger, die hier natürlich zugegriffen haben. Und das ist natürlich ein positives Signal. Also wir haben ja zuerst einen Ausbruch aus diesem symmetrischen Dreieck gesehen, was natürlich auch positiv war von der Markttechnik her. Und auch das CMF, also Check-in Money Flow, hat das auch schon angedeutet, denn es hat sich seit Anfang September hier Kaufdruck aufgebaut im Bitcoin. Und das hat sich zuletzt auch nochmal beschleunigt. Also momentan stehen sehr viele Ampeln auf grün. Wie gesagt, der Bitcoin war oder ist momentan überkauft. Also da bitte vorsichtig sein. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir in den nächsten Tagen nochmal eine Konsolidierung sehen. Ähnlich wie Mitte Oktober, bevor sich dieser Aufwärtstrend dann weiter fortsetzen dürfte. Ich denke, als nächstes Ziel ist hier das Zwischenhoch aus
dem Juni 2019 bei etwa 13.850 US-Dollar. Ich denke, dass der Bitcoin dieses Zwischenhoch in diesem Jahr noch in Angriff nehmen wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir das Jahr 2020 zwischen 14.000 und 15.000 Dollar beenden werden. Also derzeit sieht alles nach einem geglückten Ausbruch beim Bitcoin aus. Ich denke, dass es nach einer kurzen Konsolidierung weiter aufwärts gehen wird und ich halte euch natürlich weiter im Krypto-Report auf den Laufenden, was den Bitcoin angeht. Und wir sprechen am kommenden Samstag nicht nur über Bitcoin, sondern auch über Ethereum, denn Ethereum hat ja auch einen großen Satz nach oben gemacht und steht unmittelbar vor der Marke von 400 US-Dollar. Und am kommenden Samstag schauen wir uns dann die Lage bei Ethereum dann auch genauer an. Und wenn ihr dieses Update nicht verpassen wollt, dann meldet euch einfach kostenlos unter crypto-report.de an. Dann seid ihr am kommenden Samstag kostenlos mit dabei. Kommen wir nochmal kurz zurück zu unserem Hauptthema. Also natürlich kann man das neue Angebot von PayPal kritisieren, aber ich denke, dass man hier genau zwischen den Zeilen lesen sollte, denn PayPal hat hier ganz klar gesagt, dass es zunächst nicht möglich sein wird, diese Kryptocoins abzuheben. Und die Betonung liegt hier, wie gesagt, auf zunächst. Das heißt, das kann sich in der Zukunft ändern. Und hier hat hier Square mit seiner Cash-App schon vorgelegt. Ich habe dazu auch schon ein Video darüber gemacht, blende ich euch nochmal ein. Denn über die Cash-App kann man nämlich nicht nur Bitcoins kaufen und verkaufen, sondern auch seine Coins dann abziehen und in die eigene Wallet überweisen. Und hier hat Square einfach noch einen gewissen Wettbewerbsvorteil gegenüber PayPal, den PayPal sicherlich aufholen möchte. Ich glaube nur, dass sich PayPal erst einmal langsam vortasten möchte in diesem Kryptomarkt und diese Strategie halte ich für gar nicht so verkehrt, denn es ist ja so, dass nicht jeder ein absoluter Krypto-Profi ist und wenn Anfänger hier schlechte Erfahrungen mit der Blockchain machen, weil zum Beispiel eine Überweisung nicht rückgängig gemacht werden kann, dann ist es tendenziell eher negativ und daher denke ich, dass Square das bzw. PayPal das gar nicht so verkehrt macht, wenn man dann im zweiten Schritt dann alle Beschränkungen natürlich dann aufhebt. Aber das bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall möchte PayPal im ersten Halbjahr 2021 mit seinem Krypto-Service in weitere Länder expandieren und daher stehen die Chancen gut, denke ich, dass PayPal mit seinem Krypto-Service auch in Europa, vielleicht auch in Deutschland im ersten Halbjahr 2021 an den Start gehen wird. Ob das noch in 2021 passiert, muss man eben abwarten. Aber ich denke, dass PayPal hier mit Schritten weiter voranschreiten wird. Und PayPal hat dann auch angekündigt, diese Krypto-Funktion in seine Mobile-App Venmo ausrollen zu wollen im ersten Halbjahr. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, denn diese Venmo-App hat ja 52 Millionen Nutzer in den USA und wird vor allem von diesen Millennials, also von diesen ganz, ganz jungen Leuten genutzt. Und das ist natürlich eine ideale Zielgruppe. Und ich denke, dass dadurch sehr viele junge Leute in den Kryptomarkt kommen werden. Und daher sehe ich diesen Schritt, den PayPal hier macht, durchaus sehr positiv für den Bitcoin und den Kryptomarkt insgesamt. Außerdem ist es natürlich so, dass dieser Vorstoß von PayPal mit seinen 4 Kryptowährungen natürlich auch den Druck wiederum auf Square erhöht, dass man jetzt mit seiner Cash-App nachzieht und hier andere Kryptowährungen auch integriert. Bislang ist es ja nur möglich, Bitcoin zu handeln in dieser Cash-App und ich kann mir vorstellen, dass Square im nächsten Jahr vielleicht nachziehen wird und weitere Kryptowährungen in seiner Cash-App anbieten wird und das würde natürlich auch helfen, hier mehr Leute in den Kryptomarkt hinein zu bekommen. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also ich halte den Vorstoß von PayPal für sehr, sehr bedeutsam, wenn nicht sogar historisch für den Bitcoin und andere Kryptowährungen. Dann ist natürlich sehr wichtig, wenn hier der weltgrößte Online-Zahlungsdienstleister mit über 340 Millionen Kunden weltweit sagt, jawohl, wir integrieren jetzt Bitcoin und andere Kryptowährungen, dann ist das natürlich schon eine Aussage und verhilft Kryptowährungen zu mehr Legitimität. Und das ist ganz wichtig in meinen Augen, dass einfach Kryptowährungen aus dieser Schmuddelecke herauskommen. Und
In der Vergangenheit wurde ja oft von Shitcoins und so weiter gesprochen und viele Ökonomen haben sich ja abwertend gegenüber Bitcoin und Co. geäußert und der Vorstoß von PayPal zeigt eben, dass dem nicht so ist, dass Kryptowährungen hier eine Bedeutung, eine große Rolle in unserem künftigen Finanzsystem spielen können. Und ich denke, der Vorstoß von PayPal sagt uns einfach, jawohl, Kryptowährungen sind in unserem künftigen Finanzsystem nicht mehr wegzudenken. Und das, glaube ich, ist die Kernaussage, die man von diesem Vorstoß ableiten kann. Außerdem glaube ich, dass der Vorstoß von PayPal Nachahmereffekte finden wird. Das bedeutet, dass auch andere Online-Zahlungsdienstleister Kryptowährungen in ihr Angebot integrieren werden. Und ich hoffe dann auch, dass Online-Banken dann nachziehen werden. Und das bedeutet, dass ich heute als Bankkunde dann nicht nur Aktien, Fonds, Sparpläne und so weiter dann anlegen kann, sondern auch Kryptowährungen dann in meinem Account dann sozusagen verwalten kann. Und das wäre so die Zukunft, die sich hier andeutet. Dann hätte mich natürlich aber auch eure Meinung zu diesem ganzen Thema interessiert. Wie seht ihr den Vorstoß von PayPal? Seht ihr da, wie ich, einen kleinen Durchbruch? Oder glaubt ihr, das Ganze ist eher überbewertet? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich natürlich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich wie immer an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken. Dann werdet ihr auch wieder informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Im nächsten Video am kommenden Dienstag geht es dann wie versprochen um Chainlink und den neuen Use Case Proof of Reserve und was das genau ist, das schauen wir uns Anfang nächster Woche dann näher an. Ich hoffe natürlich, dass ihr dann wieder mit dabei seid und sage an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch schon einmal ein schönes Wochenende. Macht's gut, bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Video.